Ich freue mich drauf, Heiko Maas, unseren Bundesaußenminister, begrüßen zu dürfen. Das war jetzt die allererste Veranstaltung hier in Berlin, Premiere, sowohl vom Rahmen als auch natürlich mit einem außerordentlich hochrangigen Gast. Heiko Maas ist ja schließlich der beliebteste Politiker mit Angela Merkel seit Monaten mit sämtlichen Umfragen. Darüber diskutiert, es geht um Informationen. Wir wollen ja ein Forum, eine Titelgeschichte zur Veranstaltung herausbringen und der Heiko Maas hat uns sehr, sehr viele Themenfelder geliefert, die wir sehr gut abarbeiten können. Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat. Ich muss sagen, außerordentlich souverän bei der ganzen Tour d'Horizon durch sämtliche Bereiche der Außenpolitik. Von den ganz schwierigen Feldern bis hin eben zu der Frage der europäischen Zusammenarbeit. Ich glaube, jeder im Kabinett ist außerordentlich beschäftigt mit europäischen Fragen. Das heute Abend souverän gemacht. Er hat auch ein paar interessante Ausblicke gegeben mit Blick auf den EU-Ratsvorsitz im nächsten Jahr. Und insofern kommt gerade im Moment sehr, sehr viel zusammen. Die Stellungnahmen zu unserem Außenminister waren wirklich beachtlich. Weil die Europäer selber müssen, glaube ich, auch sicherheitspolitisch mehr machen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Sehr klare Linien, die er gezogen hat, ohne dann die Schwierigkeiten zu verschweigen. Ja, ich will nicht sagen, dass alles super ist und es gibt viele Dinge, die wir besser machen können. Richtig unterhaltsam, vor allem den Heiko Maas mal ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Und in dem Büro, in dem ich jetzt sitze, saß damals Erich Honecker. Ich habe da gerne zugehört. Es war eine gelungene Veranstaltung. Sehr rund gemacht. Insofern hat es mit Sicherheit vom Umfeld her uns Ansporn gegeben, die nächste Veranstaltung zu überlegen. Und zum Schluss haben wir auch alle wirklich applaudiert. Optimistisch gehen wir in den Abend. Dankeschön ans Forum Wochenmagazin. Kommen Sie gut nach Hause.